Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Harvest Moon Back to Nature Let's Play. Wie ihr jetzt sicherlich mitbekommt, sind wir am 16. Tag des Sommers angekommen und wir haben einen Orkan. Fernsehempfang haben wir natürlich keinen. Das hier geht nur eigentlich über Kabel, nicht über Satellit. Schüssel ist noch danach weg. Ja, und wir können am heutigen Tag nichts machen, denn ja, Rost geht da nicht. Hier. Überhaupt nichts. Wenn wir natürlich eine Küche hätten und so weiter, könnten wir schon jetzt was kochen. Ich hoffe natürlich, Gott arbeitet trotzdem irgendwie noch oder es zählt dieser Tag als Arbeitstag für Gott. Ja, machen können wir nichts. Dann hoffen wir mal, dass am nächsten Tag die Ernte nicht ruiniert ist. Dementsprechend, lasst uns die Däumchen drücken. Na dann. Ja, und schon sind wir auch beim Tag nach dem Sturm angekommen. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch am nächsten Tag nochmal einer. Weil das kann nämlich, glaube ich, auch in den seltensten Fällen passieren, dass man mehrere Tage hintereinander einen Sturm bekommt. Ich glaube, das hatte ich selbst aber noch nie. Hey, warte, bist du da? Ja, ich bin da, Freund Blase. Es ist nichts gekommen. Ja, Ananas ist noch alles heil. Oh, das ist sehr fein. Was möchtest du denn, Kai? Hey Martin, baust du auf deiner Farm Mais an? Kannst du mir welchen verkaufen? Ja. Okay, na, wie viel willst du denn? Ja. Danke, sieht lecker aus. Oh, was willst du dafür? Ja, der normale Preis für Mais ist 100. Ich würde mal sagen, wir geben ihnen den günstiger, damit er uns noch mehr mag. Den einen ist ja jetzt egal. Wirklich? Das ist sehr günstig. Du bist ein netter Kerl. Wow. Ja, das bin ich. Merk's dir, Freund Blase. So, okay, es fehlt schon mal eine Tomatenpflanze. Beim Gras ist jetzt nicht ganz so schlimm, dass es futsch gegangen ist. Mich regt's immer noch eher auf mit den Hühnern vom Vortag. Also, von der letzten Episode. Sieh an, Shinji, wird schnell groß, so ein Morgen, halt. Zack. Na komm. Ab, es geht raus. Halt, komm her, meine Fresse. Geh doch mal raus in die Richtung. Kann denn das schwer sein? So, jetzt stecken wir natürlich wieder erstmal im Pferd fest. So, warte mal, kommt denn hier unser Plitschi-Platschi-Zweig noch? Ja, noch 4 Tage. So, Kiki hat 8 Herzen. Wie zielstrebig. Ja, noch immer mehr Wiederaufbau. Oh, noch eine Maispflanze fehlt. Zwiebel fehlt eine. Oh, Maisland, oh Gott, Mais fehlt eine Menge. So, Ananas ist noch nicht reif, das ist richtig. Ich nehme natürlich heute zum Geburtstag noch die Eier sicherheitshalber mit. Ja, wenigstens hat unser Drum ein bisschen weniger zu tun. Ist natürlich schade um die ganzen Maiskolben. So, zack. Und zack. So halt. Hehe. So, mal gucken. Oh, bei den
den Zwiebeln ist nur eins futsch gegangen. Naja, das geht doch. Gott, so Zaun haben wir drei put. Ich glaube mit der Axt, ne? Ne, mit dem Hammer? Ja, mit dem Hammer macht man die neu. Okay. Gott. Hey, hallo, aber die Arbeit bei Frima, Freund Blase. Halt die Fasse. So, die Hühner bleiben jetzt so lange drin, bis draußen Gras über die Sache gewachsen ist. Hehe. Achso, ja. So, das goldene Ei kann vertickert werden. Ach, das erinnere ich eigentlich auch. Chip, chip, chip. Eins. Mua. Drei. So, genau. Und zack. Ist mir scheißegal, hier kommt jetzt nämlich nicht raus. Mann, ist denn das die Möglichkeit? Zurzeit gedrückt. So, Werkzeug, Hammer können wir heute holen. Die Eier kommen weg. Drei Stück können wir den machen. Eins, zwei, drei. Dann gehen wir noch Saat kaufen. Wir nehmen ein Blümelein mit. Und aber erstmal holen wir noch den Hammer. Das müsste doch bitte sein. Yeah, wir kriegen den Hammer. Yuppie. Die ersten großen Stellen kommen damit endlich weg. Dein Werkzeug ist fertig, Martin. Nun, was meinst du? Es ist gute Arbeit gemacht. Danke. Bezahlung hast du ja schon vorher gekriegt. Nächstes Mal bitte auf Rechnung, Freund Blase. Na, der Lüne freut sich, dass ich jetzt was habe. Halt, wegstecken. So. Jetzt. Zwei. Drei. Oh ja, sehr fein. Drei Schläge uns nur. Ah, sehr fein. Drei, whoopie. So, hier soll ich auch schon mal vor. Da haben wir ja wieder, genau, ich habe ja in der letzten Folge gerätselt, was es noch für Einsatzzwecke für den Hammer gibt. Ja, kaputte Zäune wieder ganz wegmachen. Eins, zwei, drei. So, ab zum Geburtstag mit einem Blümelein. Und vorher natürlich lieber die Einladung nach vorne, bevor ich die Blume wegschmeiße. Oh, hoffentlich kauft es aber noch die Eier ab. Das wäre schön. Ach, verdammt. Ich bin so ein Idiot. Ich wollte ja eigentlich erst Gras kaufen. Naja, vielleicht haben wir Glück, dass ich dann doch nochmal dahin kann. Dass man mit einer Einladungskarte dann noch rein darf. Ist wohl alles gehoben, wa? So, Einladung, Geburtstag, Schenke, Wirtshaus, wie auch immer. Wow, du bist wieder da, danke. Wieso wieder? Wenn meine Schwester noch lebte, würde sie auch... Danke, dass du heute wegen N gekommen bist. Warum nicht? Ja, aber selbstgemacht, das wäre schöner gewesen, ne? Und zack, da hast du das Blümelein. Ein Geschenk, dass du da bist, ist schon genug und macht mich glücklich. Oh, danke. Na, N. Wow, das macht mich richtig glücklich, danke.
So, jetzt sollen wir hier essen oder was? Wie, das war's schon? Mehr Gäste sind hier nicht? Und deswegen Quatschhug. Ganz schön poplig der Geburtstag. Sagst du noch was? Danke, dass du heute wegen ihnen gekommen bist. Mhm. Ach, Cliff. Mit dir müssen wir noch ein paar Wörter reden, wa? Wenn meine Schwester nur leben würde, naja, würde sie auch blabliblab. Das macht mich richtig glücklich, danke. So. Gehst du nach Hause? Ach, nee, halt nicht, gehst du nach Hause, ich mache hier schon falsche Stimmen. Ja, ich gehe jetzt. Weil die Zeit läuft ja eh nicht weiter im Wirtshaus. Das ist ja ein Quatsch. Oh! Yeah! Hallo? Ha, danke, dass du heute gekommen bist. Wie, das war's? Wie, Vorbereitung treffen? Was ist das für ein Quatsch hier? Wie spät ist es überhaupt? Ja, 6 Uhr abends. Zack. Geschleusen. Was, bis wann nochmal? Bis 17 Uhr. Gut, keine Eierlieferung heute. Dann kann ich die auch nochmal verkaufen. Denn die nimmt ja keine Eier mehr an. Vielleicht hätte ich auch... Ach nee, ich wäre ja nicht reingekommen ohne die Einladung. Das ist alles scheiße. Aber hey, wir haben einen neuen Hammer. Ja, und wie ich mal erwähnt habe, ich werde definitiv versuchen, im ersten Jahr alles auszubauen und jedes Tier zu haben, zu bekommen. Jedes Fest haben wir dann ja gesehen. Und im Vergleich zum nächsten Jahr ändert sich dann eigentlich nichts viel. Wenn ich auch jedes Gebäude habe, man hat halt dann jeden Tag denselben Trott. Man versucht natürlich alle Rezepte zu kochen. Da kommt eigentlich nicht mehr viel Content in dem Fall, außer dass man natürlich noch Kinder kriegt mit seiner Angetrauten. Die wird natürlich auch noch versuchen, im ersten Jahr zu heiraten. Da müsste ich aber Geschenke machen. Ich hab so viel Feldarbeit zu tun. Wann soll ich das alles machen? Tja. Plätsche, plätsche, Feder, Wasser mag doch jeder, geht doch mal nach Haus. Plätsche, plätsche, Feder, Wasser, warte mal, plätsch, 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 komm her, warte mal, wo bist du? Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Da bist du, komm. Und zack, hier kriegst du ein Geschenk. Wow, danke schön. Ja, weil du so gut mitarbeitest, deswegen. Hier was? Hier hat er doch irgendwas über... Nee, hat er nicht übersehen. Ich dachte schon. Aber hier hättest du ruhig weitermachen können, Freund Blase. Mann, 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 alles muss man alleine machen. Zack. 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 Zack, 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 zack. So. Ach, hier ist noch was zum Gießen. So, Freundblase, du hast das gemacht. Gestreichelt hatten wir alle schon. Die Hühner bleiben trotzdem die Tage. 2, 3. Der Eder war nämlich aus dem Rucksack. Hehe. Aber schön, dass die Ananaspflanzen heil geblieben sind, denn die sind mir noch sehr wertvoll. Eine Ananas bringt nämlich 500 Gold. Und die wachsen nur einmal? Ne, sind erneuerbar. Gut. Aber es dauert dann auch wieder 6 Tage. Also kann nur 2-mal im Sommer ernten. Das ist auch schon echt mau dann. So. Da unten sehe ich schon, hab eins vergessen zu gießen. So eine Sauerei.
So, diesmal gehen wir alles durch. Whoop, whoop. Whoop, 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 whoop. So, dann machen wir ein Steinblatt. 1, 2, 3. So, die können wir ja nicht, ne? Nö. So, na gut, so weit hinter baue ich sowieso da wenig aus, von daher. 2, 3. Whoop, 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 whoop. Ja, lass mich durch, lass mich durch. Mach Platz, ich bin der Landvogt. 1, 2, 3. Oh, schnell noch ins Bett, bevor ich doch noch verschlafen will. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Okay, er wird am nächsten Tag verschlafen. Oder auch nicht. Okay. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt gerne was in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder beim Haus Moon Back to Nature Let's Play. Ich sage nur noch ciao, ciao.